Servus zur Szene München vom 56. Filser Ball der Filser Burm auf dem Nockherberg. Wir werden heute etwas über die Geschichte der Filser Burm erfahren, warum es keine Filser Burm innen gibt, aber diesbezüglich, also was die aktuelle Genderdebatte angeht, die Filser Burm dennoch ihrer Zeit voraus waren. Ja, ansonsten setzt sich ja der Verein für die Förderung, den Erhalt und die Pflege des bayerischen Brauchtums ein. Und das tun sie in Frauenklamotten heute Abend. Also nehme ich an, weil das Motto lautet Reeperbahn. Und ja, in Ermangelung von Frauen bei den Filser Burm müssen diese Rollen natürlich dann entsprechend auch von Männern besetzt werden. Aber hey, das hatten wir schon zu Shakespeares Zeiten. Julia, früher damals auf dem Balkon, war auch ein Mann. Also auf geht's. So, und hier ist der Oberfilser, der Präsident der Filser Burm, Christian Schottenhammel. Christian, kurze Zeitreise, wir gehen zurück in die 1950er Jahre. 7 junge Männer trafen sich stets, saßen beieinander am Stammtisch, bis 1963 dann ein Vater von den 7 dazu kam und sagte: Ihr schaut so aus wie dem Filser seine Burm. Ganz genau, weil sie so dahergerät haben die ganze Zeit, gell? Und so, der Filser, das ist der Josef Filser, den es in echt aber gar nicht gab. Dennoch gibt es die berühmten Filser Briefe, weil die nämlich der Ludwig Thoma geschrieben hat. Und wie ging es dann weiter? Naja, dann haben die sich gedacht, ist das jetzt eine Auszeichnung? Und haben gedacht, natürlich, das ist eine Auszeichnung. Und haben dann 2 Tage später haben gesagt, jetzt machen wir einen Verein draus. Weil es waren immer nur 7 Stammtischbrüder sozusagen. Und dann haben sie sich überlegt, naja gut, mit 7 kann man einen Verein gründen. Wir gehen jetzt zum Notar, machen das. Und wie viele Mitglieder wollen wir eigentlich? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, 7 mal 7, das ist wunderbar, 49. Mehr als 49 Mitglieder wollen wir nicht. Und so ist es heute noch. Es sind 49 Filserburm. Mehr wird es nicht geben. Was ist der Zweck des Vereins? Erhaltung von Tradition und Brauchtum in Bayern. Und das leben wir auch. Einer der größten Anlässe ist natürlich unser Ball. Es ist auch der wichtigste Ball. Und wir unterstützen auch das ganze Jahr über aber Trachtengruppen. Wir spendieren Noten. Wir machen Musikausflüge für junge Menschen. Und wir kümmern uns darum, dass einfach Tradition und Brauchtum fortgeführt wird. Fängt auch an unserer Kleidung an. Eine Pinzenauer Tracht und der Scheibling. Hier der typische Hut mit der Adlerfeder. Es geht also um den Erhalt des bayerischen Brauchtums. Was hat das jetzt mit der Reeperbahn zu tun? Das hat mit der Reeperbahn sowas zu tun, dass wir jetzt in der Faschingszeit sind und da jedes Jahr ein neues Motto haben. Und da ist uns ehrlicherweise vor 3 Jahren ist uns dieses Motto eingefallen und dann kam Corona. Und wir waren vor 3 Jahren, der letzte Ball, der noch stattgefunden hat, 2 Wochen später war der 16.3. Lockdown, es gab gar nichts mehr. Wir haben diese Show noch fertig, wir haben sie fertig vollendet. Wir hatten 3 Jahre Zeit, an der zu basteln und sie kommt dann nachher. So, Filser Burm. Und es sind ja schwierige Zeiten. Wurdet ihr schon das ein oder andere Mal darauf angesprochen? Hör mal, wollt ihr nicht die Filserburm innen machen? Nein, es gibt auch keine Filserinnen. Wir sind Burm, ja. Und wir machen auch jedes Jahr bei einer Befragung mit, ob wir das Heimatmuseum fragt uns, wie ist denn bitte die Geschlechterverteilung bei uns? Und dann schreiben wir immer mit schlechtem Gewissen rein, 100% Burm. Aber
eigentlich ist gar kein schlechtes Gewissen, weil es passt so, ja. Und wir sind auch noch, es gibt ja noch die Jungfilser, das sind 25, die sind auch noch männlich. Und es gibt noch die Ehrenfilser und es gibt die Senatoren, aber wir sind ein Männerverein. So, und jetzt kommen wir aber noch mal ganz kurz zu den Ehrenfilsern, denn da gibt es tatsächlich eine Frau, Anita Eckberg, früher damals ausgezeichnet worden mit dem Scheibling. Danke, dass du mir das sagst, das habe ich nicht gewusst. Da musst du mal in den Chroniken nachschauen. Ja, dann mache ich sofort. Oho, ja. Die hat natürlich auch zwei schlagende Argumente für ihre Ehrenmitgliedschaft. Also die habe ich leider nicht. Fahr jetzt gleich nach Hause und informiere mich. Das war vor meiner Zeit. So weit voraus. Ja, das wäre bei mir nicht passiert. Das war, ich weiß nicht, ob es ein Ausrutscher war. Ich habe jetzt nie rausfinden, aber es stimmt, sie ist wirklich Ehrenfilserin geworden. Ja, das kann man ja wieder mal machen. Könnte man ja wieder mal beleben, diese Tradition. Wer würde denn dafür in Frage kommen? Da wüsste ich sofort eine. Wäre das was für dich, Ehrenfilserin zu sein? Nein. Die wäre wie geschaffen als Ehrenfilserin. Ich hätte es auch vorgeschlagen, wenn man mich gefragt hätte. Aber du weißt ja, wie es ist natürlich, hat mich wieder mal kein Mensch gefragt. Egal. Das glaubt mir jetzt gar nicht, aber ich bin dann doch eher so gerne im Hintergrund einmal. Ich mag mich nicht immer vordrängen. Wenn du sie fragst? Alter, eben. Das kommt ja drauf an, wer fragt und wie man fragt. Weißt? Oh. Da geht schon was. Mittelfristig kriegt man das hin. Aber es hat sich kein Trend entwickelt. Das ist auch gut so. Das passt. Das ist halt mei, das hat Tradition und dann gehört sich das so. Wir sind ja schon froh, dass wir als Frauen überhaupt eingeladen sind. Nein, also ich denke, das ist eine Tradition. Und bei Traditionen, da ist halt einfach, sag ich mal, da liegt der Brauchtum schon so weit zurück, da darf man auch einmal darüber hinwegsehen, oder? Markus Stoll, also Harry G. ist jetzt Ehrenfilser. Wie fühlt sich das denn an? Ich meine, dieser Titel hat eine wahnsinnig lange Tradition. Ja, also ich meine, ich bin deshalb bewusst heute ohne Hut gekommen, weil ich anscheinend noch einen Hut kriege, diesen Ehrenhut. Und ja, also ich meine, es fühlt sich gut an. Es freut mich irgendwie, dass ich mit meinen Beiträgen einen Teil zum Erhalt der bayerischen Tradition beitragen konnte bisher. Und was ich am schönsten an ihm finde, er ist ein Grantler. Und Granteln gehört zu München auch dazu. Er ist auch ein Münchenversteher. Er versteht diese Menschen in dieser Stadt, dieses Lebensgefühl. Und er hat auch ein Wort geprägt, was es vorher noch nicht gegeben hat. Den Isarpreisen. Und das finde ich eigentlich toll, wenn jemand so typisch für München steht und diese Stadt einerseits liebt, aber trotzdem über sie grantelt und man kann mit ihm wirklich schmunzeln, man kann mit ihm lachen. Ich finde ihn einen der hervorragendsten Ehrenhutträger, den wir haben. Der Grant als solcher ist ja auch ein Brauchtum und ist ja im weitesten Sinne dann auch für den Erhalt. Ja eben, und man muss ja, es ist ja so, man sieht es ja am Publikum, man muss ja ab und zu einmal was sagen. Die meisten sind sehr klassisch gekleidet, aber es gibt schon die ein oder anderen Isarpreisen, die wieder komplett aus der Reihe fallen. Ich sehr klassisch, du sehr klassisch. Du hast ja Lederhosen drunter, oder? Nein, ich habe keine Lederhosen, ich habe bewusst einen Trachtenanzug gewählt. Weißt, einmal schön ausschauen. Herr Weigel, was ist denn das Besondere am Filserball? Die Karten sind ja immer relativ schnell weg, alles ausverkauft, jeder möchte her. Warum ist das so? Ist es so? Das ist so. Ja, das ist ja umso erfreulicher. Also meine Theorie ist die, dass der Fasching in München, wo man sich sozusagen verkleidet wie früher, Maschera geht, hat man früher gesagt, das gibt es nicht mehr. Der Fasching ist eigentlich die Wiesn. Sagen wir mal, es ist ja kein Faschingsball, es ist ein Trachtenball und es ist ein großes Gesellschaftsereignis. Und ich glaube, davon gibt es im Fasching in München nicht allzu viele. Und das zeichnet den Filserball aus. Hat eine einmalige Atmosphäre durch die Tracht. Durch die Gemütlichkeit, durch das ganze Arrangement, das atmet einfach ja, Identität und Gemütlichkeit und Vertrauen aus. Da fühlt man sich wohl. Die Menschen sind unglaublich sympathisch und freundlich und bayerisch fröhlich. Und so, das ist die Einzigartigkeit dieses Balls. Und natürlich die Filzer vor allen Dingen, verstehst?
Es ist ja, weißt du, was Besonderes. Und wenn man heutzutage noch dazu sagt, es gibt nur Filser Burm, ist ja das auch schon heikel und was ganz Ungewöhnliches. Und der Filzerball ist eine Verlängerung, wenn man sich die Trachten anschaut, alles ist eine Verlängerung der Wiesen. Es ist die Münchner Art, das fünfte Jahreszeit zu feiern. Eine Art Zwischenwiesen sozusagen. Eine Art Zwischenwiesen, genau. Und deshalb ist von jung bis alt alles da, weil die Wiesen halt nun mal einfach einzigartig ist. Und jetzt stell dir vor, es gäbe eine höhere Macht, die beschließt. Es gibt eine höhere Macht. Ja, ja, aber eine böse höhere Macht, die beschließt, die bayerische Kultur darf es nicht mehr geben, mit einer einzigen Ausnahme. Eine Ausnahme? Ich sage immer, ein Brauch braucht's auch. Für welches Brauchtum würdest du stimmen? Die Sprache, die Tracht, Hornschlittenrennen, der Schweinsbraten? Also es sind zwei Sachen. Zum einen die Sprache, definitiv die bayerische Sprache. Es ist die schönste Sprache, die es gibt. Also die Sprache ist mit Sicherheit das zentralste Element. Ich glaube für das bayerische Volkslied. Weil die Volksmusik ist was so unglaublich Schönes. Und ich habe mir schon manchmal gedacht, mit bayerischer Volksmusik möchte ich in die Ewigkeit hinübergehen. Haben Sie da am Sonntag schon mal in den Obersten hineingeweint vor Rührung? Ja, also in den Obersten nicht, aber gerührt bin ich schon manchmal, wenn ich die Melodien höre, die mein Vater schon mit der Blechmusik gespielt hat. Ja, was schätzt denn du jetzt? Als Brauereichef gibt es doch nur eins, das herrliche Münchner Bier, oder? Das Bier und die Wiesen. Das Bier und die Wiesen, so schaut's aus. Also ich würde unbedingt für etwas eintreten, was es leider nicht mehr gibt, das echte Münchnerisch. Dass die alten Schauspieler früher, der Gondrell und so weiter, gesprochen haben, das leider fast ausgestorben ist. Also heute ist ja auch in den Fernsehserien so, dass die Oberbayern meistens von Tirolern gespielt werden. Also dieses echte Bayerisch oder gerade das Münchner, ein Fritz Strassner zum Beispiel, Gustl Bayerhammer, dieses Bayerisch, das würde ich, wenn sie was empfehlen hätte da oben, wäre meine Bitte, erhalt uns das bitte, weil es eine wunderschöne Mundart ist. Wir leben doch unseren Dialekt und alles, der Humor, die Liebenswürdigkeit, der Grand lebt von der bayerischen Sprache. Die Küche bleibt sowieso. Es gibt heute noch eine DDR-Küche, obwohl es die DDR seit 35 Jahren nicht mehr gibt. Ich darf einmal sagen, die Sprache, da können wir uns drauf einigen. Ja, die Sprache und das Gewand ist auch schön, aber manchmal auch unzweckmäßig und manchmal ist sie auch zweckmäßig. Einigen wir uns auf die Sprache. Und das andere, was ich jetzt persönlich auch lernen werde, ist Schurplatteln. Also ein Brauch, den wenige Menschen machen, aber den darf ich gern konservieren. Als Schulplattler. Merkst du, dass du gerade in die Harry G-Tonalität gefallen bist? Scheiße, ja. Gut, wo ist der Hut? Na, aber Schulplatteln darf ich gern bewahren, weil das ist das bayerische Capoeira. Und das sollte konserviert werden, ja. Was ist dir das Wichtigste in der bayerischen Kultur? Ja, das Schmusen halt. Also Fenster? Ja, natürlich. Es wäre ja schade, wenn es das nicht mehr gibt. Aber da ja Gott eher Bayer ist, wird es das gar nicht geben, dass die bayerischen Gebräuche abgeschafft werden. So, das war's mit der Szene München vom 56. Filzer Ball. Danke, servus aus, vielen Dank, Dankeschön. Ja, ist ja gut jetzt.